Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier heute mit einem neuen Video. Freunde, ich bin leicht angeschlagen, leicht krank. Ich würde sogar sagen Coronavirus. Nein, Freunde, ich mache nur Spaß. Aber ja, leicht erkältet. Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist. Ich wollte nochmal ein Video darüber machen, über diesen Smash Cup. Viele Leute waren noch verwundert. Die wussten nicht ganz genau, ey, wie muss ich das jetzt machen? Welche Einstellungen müssen da getroffen werden? Was kann ich da gewinnen? Und da das jetzt kurz vor der Tür steht, also bald halt dann sozusagen gemacht werden muss, dachte ich mir, dass ich euch das Ganze zeige. Davor würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lassen würdet und natürlich das Video mit euren Kollegen teilt. Jetzt zum eigentlichen Thema. Und zwar, Freunde, wenn ihr bei Wettkampf wart, hat es ja am Anfang nicht geklappt, wenn ihr Ozeanien eingestellt habt. Viele Konsolenspieler hatten da die Probleme, dass das Ganze nicht angezeigt worden ist. Aber, Freunde, da habe ich jetzt eine bessere Lösung für euch. Und zwar könnt ihr hier bei Spielersuchregion einfach Asien einstellen, habt sogar einen besseren Ping als Ozeanien. Und sobald ihr das Ganze eingestellt habt und dann hier reingeht, Freunde, seht ihr schon selber, poppt das Solo Summer Smash Cup auf. Und ihr seht selber, das Ganze findet in 18 Stunden statt, am 1.2. und am 2.2. Und ihr könnt hier auf jeden Fall noch interessantere Dinge gewinnen, als ich am Anfang dachte. Und zwar, Freunde, könnt ihr einmal das Outfit gewinnen, wenn ihr zu den Top 10 besten Spielern gehört. Dann könnt ihr bei den Top 25 die Spitzhacke bekommen, die ganz am Anfang gezeigt worden ist. Bei den Top 50% bekommt ihr einen seltenen Farbfleck, und zwar als Lackierung. Und wenn ihr irgendwann einfach mitgemacht habt, bekommt ihr Spraymotive, sehr viele sogar, wie ihr sehen könnt. Und die gab es aber, wenn ich mich jetzt nicht irren sollte, schon. Könnt ihr euch noch dran erinnern, als wir so welche Codes eingegeben haben und und. Aber ich sag mal so, Freunde, es ist ein Versuch wert. Es wird sehr viele Leute geben, die auch aus anderen Kontinenten spielen werden. Das bedeutet, die werden genauso einen hohen Ping wie ihr haben. Und es sollte eigentlich nicht allzu schwer sein, in die Top 50 Minimum zu gelangen. Also probiert euer Glück. Davor sollte ich natürlich noch sagen, der Skin wird zu 100% noch früher oder später in den Shop kommen. Aber wie gesagt, Freunde, probiert das Ganze lieber. Ihr könnt das Ganze kostenlos bekommen. Und ich wollte euch einfach nochmal darüber informieren, dass es auch mit Asien funktioniert und dass das dann auch einfacher ist. Weil ihr wisst selber, Freunde, als ich bei mir Ozeanien eingestellt habe, ist das Ganze nicht aufgeploppt. Und sehr viele andere Leute hatten die Probleme auch. Und ich bin ja auch auf der PlayStation. Und ihr habt gesehen, ich habe Asien eingestellt, zack, das Ganze war direkt da. Und ich kann euch nur empfehlen, das Ganze auszuprobieren. Es ist nicht verboten oder so, in anderen Turnierregionen zu spielen. Ihr könnt das easy peasy machen, ohne euch Gedanken zu machen. Also probiert euer Glück. Ihr habt 2 Tage dafür Zeit, um in die entsprechenden Bereiche zu kommen, um dann halt dementsprechend die entsprechenden kostenlosen Sachen zu bekommen. Und das soll es mit dem Video gewesen sein, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich wäre da mal raus, Freunde. Haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps und ciao. Cause you got that. Cause you got that. Cause you got that.